In der Academy haben wir schon eigentlich angefangen zu wissen, was es heisst, das Derby zu spielen. Und ich glaube, schon mit 12, 13 hat man mitbekommen, wie wichtig es ist, ein Derby zu gewinnen. Und ich glaube, jetzt, je höher man spielt und jetzt noch in der Profiliga, da ist es enorm wichtig, auch für die Stadt, auch für die Fans. Und ich glaube, jetzt mittlerweile auch für mich, dass ich eine innerliche Ruhe habe, wenn wir das Spiel gewinnen. Ja, war ein unglaublicher Moment mit Fans. Macht viele Emotionen nach diesem Tor von Hassan. Und dann, wir könnten mit den Fans so feiern nach dem Spiel. Und es war einfach unglaublich. Wenn man ein Spiel in der 95. Minute gewinnt, ist es immer eigentlich ein schönes Gefühl für den Spieler. Und dann war es noch ein Derby. Natürlich hat das Goal auch das Stadion zum Beben gebracht. Und ich glaube, schon etwas Spezielles. Ja, wir sind sehr motiviert, das ist normal. Es ist etwas Spezielles für den Club, für Fans. Und ja, wir müssen einfach alles geben, um das Spiel zu gewinnen. Ja, zusätzliche Motivation braucht es eigentlich gar nicht. Man merkt schon in der Woche, wo man das Spiel eigentlich vorbereitet hat, merkt man schon, dass jedem Spieler etwas kribbelt, dass das Derby am Wochenende kommt. Und ich glaube, zusätzliche Motivation ist erst, wenn wir im Stadion ankommen, wenn wir die Fans sehen. Und das pusht uns eigentlich. Ja. Im Derby kommt es nicht so gross darauf an, ob man jetzt oben in der Tabelle steht oder unten in der Tabelle steht. Das Derby hat immer eine eigene Geschichte. Und ich glaube einfach, das ist eine Mentalitätsfrage, wie wir da auftreten werden. Und ich denke, die Mannschaft ist bereit.